Ichi, komm doch zu mir! Wie mache ich den Passiv? Fuck! Nein. Ichi, du musst mich retten! Hallo meine Jungs und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos. Willkommen zurück zu ARK. Hallo. Halli, hallo, Taram. Oh Gott, ich wollte tanzen und bin vom Stein gefallen. Ja, schade eigentlich. Ja, vorsichtig, Izzy. Da hinten ist ein roter Drop, Leute. Der ist, als wir gerade auf dem Server gejoint sind, war der gerade noch da. Oh, und hier ist ein Ei. Du musst das Ei aufsammeln. Ich gehe ganz kurz mit Ash. Und Flitzy wird angegriffen. Flitzy! Nein, da hinten ist immer noch, Leute, wie schon gleich am Ende der letzten Folge. Ist immer noch ein Hai, der versucht ins Gehege zu kommen, um Flitzy zu holen. Aber der ist ins Gehege gekommen! Was? Nein! Der ist gerade aus irgendeinem Grund ins Gehege gekommen. Bekämpf ihn! Ich muss den roten Drop holen! What the fuck? Warum? Geh mit den Haien drauf! Hä? Oh, Flitzy ist richtig verletzt! Nein! Flitzy! What the fuck? Der greift doch noch alle anderen an! Und ich hab nur Scheiße hier. Alter, warum ist der reingekommen? Was? So schnell bin ich nicht ins Wasser gekommen auf Flitzy. Hey, wie kann das sein? Der ist doch die ganze Zeit da gewesen und ist nicht reingekommen. Ja, wir waren gerade schon eingeloggt und der war einfach schon die ganze Zeit da und ist nicht reingekommen. Kämpft der immer noch gerade? Ja, boah. Die kämpfen gerade alle gegen den. Alter. Jetzt ist er tot. Als ob der jetzt ernsthaft Flitzy getötet hat, Mann. Ey, das kann doch echt nicht sein Ernst sein. Das kann wirklich nicht sein. Wie? Alter, wie schnell. Ey, was hat der denn für einen Winkel gefunden, dass der da durchgekommen ist? Ich werde schon wieder angegriffen von Piranhas. Piranhas in unserem Gehege? Ja, was ist hier los? Wurde irgendwas geändert, dass sie irgendwie direkt da drin gespawnt sind oder? Nee, der ist ja auf jeden Fall außerhalb gespawnt. Keine Ahnung, aber die Piranhas greifen nur mich an und nicht unsere Dinos. Oh mein Gott. Ja gut, dann gehe ich jetzt hier mal zu dem anderen. Und dann den Flitzy 2.0. Immerhin haben wir genug. Ey, das gibt's doch nicht. Ich werde angegriffen von Piranhas. Boah, der Mann hier ist kaputt, ne? Ja. Ja, guck mal, wir haben die auch extra auf aggressiv eigentlich hier drin auf neutral zumindest so gesetzt. Ne, ich habe sie gerade auf neutral gepfiffen. Deswegen, die sind eben noch nicht auf den Hai gegangen, als der Flitzy angegriffen hat. Ah, okay, das war das Problem. Boah, ich habe echt unter die Hälfte Leben. Hier unten ist auch noch ein Ichiosaurus Level 89, ne? Ja, den wollte ich ja nehmen. Ich pfeife den mal gerade zu mir, das ist mir zu kompliziert. Und wo ist... Hier ist noch ein Ichi außerhalb, Izzy! Ein Wilder? Nein, unser! Hä, was? Ja! Wieso? Keine Ahnung! Aber, und auch mein Ichi ist auch draußen! Hä? Was machen die denn hier alle draußen? Können die alle rausschwimmen? Wobei, die sind ja nicht mal auf Wandering. Die können raus, aber warum machen die das? Boah, jetzt kommt mir erstmal so ein scheiß Piranha und will mich töten. Was soll das? Macht ihn kaputt! Ja, die können irgendwie raus. Wir hatten doch eigentlich nie Probleme mit sowas gehabt, ne? Na, keine Ahnung. Eigentlich sind die auch nicht auf Wandering, deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie die raus sollen. Was ist hier los, Leute? Ich musste flitzen, ist ja jetzt ultra langsam, ne? Movement Speed 100 nur. Ja, kann ich aber skillen, ja. Ja. Ich finde, der hat auch ordentlich Level. Skill den mal hoch. Ein einziges Level hat er gehabt. Ich dachte, jetzt hätte so ganz viele. Dachte ich auch. Ach Mann, die sind traurig. Wahrscheinlich nicht mehr Mate boosted, oder? Was ist deiner? Meiner, also wo ist er denn hier? Da, Flitzy, nein. Flitzy. Mal unseren Namen hier, Flitzy, Itchy. Wo ist Itchy hin? Da vorne ist Itchy. Itchy ist male. Ja, perfekt. Okay, dann ist Flitzy 2.0 ist female. Na, das ist gut. Okay. Aber guck mal, wie schnell ich jetzt bin, wenn ich jetzt Gas gebe. Pass auf. Überhol mich mal und schwimm los. Aber warte, erstmal Tauchrüstung anziehen. Eine Sekunde. Ah, falsch. Hä, der folgt noch einer, ne? Oh fuck, ja, warte, tue ich zurück. Stimmt, ich zieh auch mal meine Tauchrüstung an. So, eine Black Pearl habe ich. Die wiegt sogar zwei, sogar nur eine einzige Black Pearl. Okay, alles angezogen. Ich glaube. Mit ready, ich muss einmal hier zurückschwimmen und dann mal U drücken. Damit die dann wieder alle hier bleiben. So, Itchy, du bleibst nämlich hier. So, und jetzt geht's raus, dann schwimmen wir los.
Schön in die Tiefe runter. Und 3, 2, 1. Buh! Alter, ich bin so viel schneller. Schwimm zurück. Übrigens, da war nämlich gerade ein Manta oder so. Ich wollte es nur nicht sagen, weil ich dich überholen wollte. Hier war irgendwo ein Manta, ja. Ja, hier ist ein Manta, stimmt. Wo ist er? Ah, hier. Hier. Nice. Aua, der greift mich an. Da sind irgendwie die. Mich greift er auch an, aber das macht mir nichts. Aber, der ist. Stirb! Nein, nicht töten! Stirb, Manta! Boah, der gibt voll viel Fisch. Aber mit Manta müssen wir eigentlich zähmen irgendwann auch mal, weil die sollen noch schneller als Itchies sein, haben die gesagt. Die sind ultra schnell. Die sind so unnormal schnell. Die sind richtig krass. Hier ist noch einer. Ja, genau. Was für ein Level ist der? Wir müssen, wenn wir einen finden, haben nur High Level. Die anderen können wir töten. Aber die sind, glaube ich, richtig ekelhaft zu zähmen. Ah, stimmt. Ja, ja, sind die. Ja, die muss man irgendwie, die sind passiv zu zähmen, aber die sind halt anders als Itchies aggressiv. Ja, ja, das ist richtig komisch. Naja, das können wir auch höchstens mal, wenn wir irgendwie die einsperren oder so. Ja, das, genau. Das ist nicht so leicht, die einzusperren. Und selbst die einzusperren ist nicht so easy, ja. Na, dann müssen wir vielleicht nochmal später, Leute. Wenn ihr Tipps habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber sonst wäre für die Zukunft irgendwie mal Manta auf jeden Fall nice, weil die sind halt noch schneller als die Itchies. Die sind richtig krass, ja. Dann lass erstmal runter. Du kannst eigentlich wieder vor, weil du bist ja langsam. Dann kannst du diesmal an dich auch gar nicht verfehlen, weil... Okay. Ich hol die einfach instant wieder ein. Dann schwimmen wir einfach mal hier direkt runter und begeben uns auf die Suche. Eigentlich brauchen wir ja nur noch mal so eine kleine... Ja, wie heißen sie noch mal? Oh, die kleinen Eukalyptus. Die Eukalypten, ja, ja. Das sind Eukalyptus. Da brauchen wir noch mal eine, so eine Gang von und dann haben wir eigentlich... Wenn wir auch so ein paar fürs ewige Feuer, ne? Wenn wir irgendwie da oben so ist ein Plesiosaurus, oh Gott. Oh Gott, da haben wir ja letztes Mal gar nicht gesehen, ey. Falls wir noch mal irgendwie so Anglerfische sehen oder so... Was? Was ist das? Ah, ne, Anglerfisch. Ja, wenn wir die sehen, können wir die auch töten, ne? Wegen Angergel. Anglerfische? Ja, wegen Angergel fürs ewige Feuer. Oh Gott, Plesios, komm! Bist du schnell genug? Ja, ne? Ja, ich bin schnell genug, aber das war trotzdem mehr überraschend. Aber du weißt gar nicht mehr, wo ich bin, oder? Nee, ja, jetzt bin ich bei dir. Ich bin viel zu schnell, um dich zu verlieren. Weißt du, wenn du sprintest, kann ich mit normalen Speeds hinterher auch nichts passiert. Ah, doch, du bist ein bisschen schneller, bist du. Aber nur ganz leicht, wenn ich dich so ein bisschen abkürzen kann. Lauf mich zu mobben! Du bist richtig kleiner, bist du. Richtig kleiner, langsamer Flitzi. Vielleicht sind die an der gleichen Stelle, wo sie das letzte Mal in der letzten Folge auch waren. Na, die waren auf jeden Fall echt klein, muss man sagen. Die waren genau, sie sind hier einfach so längs geschwommen. Hier sind kleine Fischis. Aber gut, dass wir jetzt mal gesehen haben, dann sollte es nicht allzu schwer sein, die nochmal zu finden. Und dann, wir müssen ja eigentlich nur einen Schwarm nochmal töten, dann sollten wir locker noch mindestens eine Black Pearl bekommen. Ja. Und dann haben wir schon... Ja, aber nochmal, du hast ja auch nochmal angeschaut, wie man die am besten abbaut, aber eigentlich gibt es da nicht so ein wirkliches, viel bessere Option. Irgendwo anscheinend irgendwie mit allen immer nur relativ wenig. Es gibt wohl nichts, was super effektiv ist dagegen. Ja. Aber ist hier tief genug, wir sind wieder recht hoch, ne? Ja, stimmt. Ja, lassen wir jetzt hier direkt nochmal kurz um die Ecke. Ich glaube aber, die sind eh nur einfach auf dem Grund, oder? Ich glaube aber, sie sind schon eher auf, zum Beispiel die Plesios sind ja auch nur in der Tiefe. Und da das so überall so steht, dass die nur in der Tiefe sind, glaube ich auch, dass es so ist. Glaubt ihr schon. Ich vertraue ihnen. Ja, nur ganz, in der Tiefe gibt es halt keine Korallen mehr. Nee, aber hier schon sehr hoch. Ich glaube, so am Rand der Map halt sozusagen. Da sind die zu Hause, weißt du. Da wo auch Perlen sind und so. Perlen, die sind ja auch keine Perlen, die sind auch alle auf dem Boden. Okay. Die sollen ja auch eigentlich sozusagen eine Gefahr sein, wenn man Perlen sammelt. Okay, jetzt Itchies sind wir auf jeden Fall schon mal wieder um einiges tiefer. Ja. Hier sind auch viele Perlen. Hinter uns muss man echt... Nee. Ah, hier sind richtig viele Staubis, krass. Die sieht man auch voll, die sieht man auch richtig, richtig krass, übersieht man die, ne? Ja, ja, ich glaube, wir sollten echt mal ein bisschen genauer gucken. Ja. Mit voll der Gang hier, in dem wir sind. Ja. Wow, mit so einem Loch nach draußen und so. Hallo, kleine Eukarypto-Dinger. Eukalyptus. Gehen wir mal hier um die Ecke rum. Du hast immer noch kein GPS, ne? Das müssen wir da unbedingt mal wieder machen. Ja, ich weiß, brauchen wir auch die Perlen, glaube ich. Damit hier man sind sich schon mal wieder Staubis. Leichter finden kann. Vorher muss man gleich oben rüber. Sonst kommen wir nicht durch.
hier hoch. Oh Gott, da kommt was Großes. Mastersaurus, oh Gott. Vorsicht. Oh meine Güte. Alter. Okay, denk fest, das weg, okay. Das bist hoch. Du an der Wand, auch hinten vorbei am Stein? Nee, ich bin oben rüber, aber ich komme wieder runter dann jetzt hier. Da siehst du mich, hier, ich sehe dich. Okay. Hier. Boah. Auf einmal kam das Ding an. Mann, es sieht echt perfekt aus hier eigentlich, ne? Wow, kommt wieder, Alter, Schwede ist er krank. Oh oh. Der kämpft aber gleich gegen was anderes, oder? Nee, er kommt hinter uns her. Alter, der sieht so krass aus. Wow! Der hat mir Hälfte Schaden gemacht oder so. Ich bin voll krass down. Was? Dann bin ich ja noch viel schneller down wahrscheinlich. Shit, lass erstmal ein bisschen von dem abhauen hier. Weiter. Ja, als ob hier keine sind. Vor der kommt, ne? Lass uns erstmal schon mal da geradeaus. Sollten wir nicht riskieren. Eine ganze Ecke schön. Oh, fuck, der oben rüber. Wo ist Izzy? Ja, ich bin unten lang. Okay. Immer noch weiter geradeaus. Ich glaube, wir sind jetzt echt weit genug weg. Okay, ja, dann lass erstmal hier warten und hier gucken. Ob hier ein Eukalyptus irgendwo sich versteckt. Aber die sind halt selten so. Das gehört ja, dazu. Auf jeden Fall. Ist halt eine der seltensten Ressourcen. Und so wie boah, echt, Diamanten, ne? Stell dir vor, du brauchst was in Massen. Und du brauchst die später auch, glaube ich, für richtig viel. Für das Tech-Tier, weißt du, da gibt es dann so richtige Elektronik und sowas. Und dafür wird man die dann wohl nochmal deutlich mehr brauchen. Ist wieder ein High. Hm. Ah, Trilobite. Alter, wie viele Trilobite? Ja, die sind echt krass unterwegs. Die sind auch immer so Gangs. Die sind auch ähnlich groß, ne? Ja, ja, ein bisschen kleiner, aber schon. So viel nimmt es nicht. Wenn wir jetzt so zufällig noch einen Deep-Sea-Loot-Crate finden können. Jo, stimmt. Finch, die sollten so ein bisschen häufiger sein und so random, weißt du? Dann könnte man sie echt immer so irgendwo finden. Das ist cooler als so, dass man so bestimmte Punkte absucht. Hier ist ein Hi-Opi. Naja. Das ist ja normal, dass da ein paar Hi-Opis unterwegs sind. So eine kleine Hi-Opi-Gang. Oh, ich habe Level up, cool. Nur nicht rumschwimmen auch. Gar nichts gekämpft. Das ist wieder so ein Riesenvieh da vorne. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Hey, das ist ein neues Unterwasserding, ne? Hä, wo? Ist an der Wand weiter oder wo? Du bist, glaube ich, vor. Alter, was ist das? Bist du genau an der Wand? Ich bin an der Wand, ja. Ah, da, ich sehe dich. Was ist das hier? Huch, das ist echt was Neues, oh. Wow. Das ist, glaube ich, dieser Fisch, der Steine kaputt machen kann. Oder? Kann gut sein, ja. Dub irgendwas oder so. Komm, wir töten den. Oh Gott, wir schaffen das nicht, oder? Lass mal versuchen, vielleicht schaffen wir es. Oh fuck, Plesio! Okay, das Abhauen ist jetzt zu gefährlich. Ich bin auf was down. Okay. Ich bugge hier in allen drin. Schaffst du es zu mir? Bin sozusagen weiter raus. Ja, ich sehe dich. Oh gut. Hey. Krass. Den habe ich noch nie gesehen. Nee, auch noch gar nicht. Der war hier neu. Warte, lass hier mal so rein. Ich weiß nicht so richtig, ob es jetzt besser ist, mit der Taucherbrille zu gucken oder in Third Person irgendwie. Naja, ich glaube, ich hatte letztes Mal entdeckt mit Taucherbrille und ich bin auch gerade die ganze Zeit in Taucherbrillenansicht. Boah, die sind halt so verdammt scheiße klein. Ja, Taucherbrille sieht echt besser aus. Oh, eine Itchy-Gang verfolgt dich. Das ist meine Gang. Hier ist ein Loot, hier ist ein Drop. Was? Ernsthaft? Ja. Wo? Was? Ja. Oh mein Gott, Alter. Gerade noch von gesprochen. Iblisius. Oh, ich komme. Wo denn? Der greift uns an. Wo ist mein Dino? Oh, Itchy, komm her. Oh. Itchy, der Itchy, macht mir übelst Damage. Dann hau ab, aber Itchy muss zu mir kommen, Itchy! Party passiv! Hast du? Der ist fast down! Was? Ich kann nicht mehr angreifen, ich hab selber kein Leben mehr! Fuck, Itchy, komm doch zu mir! Wie mach ich den passiv? Nein. Fuck! Itchy, du musst mich retten, ich bin down! Schnell! Scheiße, du kannst mich nicht retten! Wie soll ich das machen? Ich hab keine Ahnung. Kannst du nicht einfach hochschwimmen? Ich schwimm einfach hoch, grad trifft er mich nicht mehr. Nein! Schwimm einfach hoch und dann an Land.
Mach ich. Siehst du mich? Siehst du mich? Du musst mich retten, nee. Weil da oben sind auch irgendwelche Sachen, glaube ich. Sieht so aus. Oder? Ich hab keine Ahnung, wie ich retten Wolf? Soll. Ich bin gleich an der Oberfläche. Oh Gott, ich bin wirklich schon... Ich konnte ihm wirklich entkommen. Ich sehe dich. Hier. Siehst du mich? Ja, komm schnell, schnell hier ans, an den Rand. Ja, bleib nah bei mir. Ich kann mich ja nicht verteidigen gerade. Nein. Okay, er folgt dir nicht mehr, Und da kommt ein Hai. Muss ein Hai töten, den Hai. Oh Gott, ich kann den nicht töten. Ich nicht? Nein, versuch aber weiter zu schwimmen. Schwimm schneller, kannst du sprinten? Ich sprinte schon. Kannst du versuchen, ihn irgendwie sozusagen zu einer anderen Seite zu lenken und dann. Ihn abzulenken. Und dann kannst du ja abhauen. Hier ist noch ein Itchy bei mir. Fuck, okay. Ich kann nämlich auch nicht force feeden, weil er kein Fleisch hat. Drei Haie, Alter. Was? Ich hatte so viel Fleisch noch. Ach so, wir haben letztes Mal so viel getötet. Und diesmal haben wir ja nichts getötet. Bist du am Rand? Noch nicht ganz, aber es dauert nicht mehr lange. Ich habe es fast geschafft. Und da vorne ist ein bisschen Raptor, Leute. Eieiei, was für eine Folge hier. Ich habe noch gar nicht geguckt, was im Loot, was ich jetzt hatte. Irgendwas habe ich mir rausgeholt. Ach, das hast du aber? Den habe ich, ich weiß aber nicht, was daraus... was da. Oh, okay, weil ich war die ganze Zeit noch am überlegen, okay, wo war der Loot, dass wir dann im Auge behalten. Aber du hast ihn, ja? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn habe. Okay, meine Gang hat mich an den Strand getrieben hier. Level 108er Male Itchy, ich will ihn haben. Hast du Pfeile? Oh, nein, den muss man passiv zähmen und ich habe keinen. Ja. Wir müssen den Kibbel machen. Oh, dann hätte ich mir direkt einen neuen Itchy machen können. Weil den müssen wir unbedingt mit Kibbel machen, es geht so viel schneller. Ansonsten. Yes! 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 Achtung, du hast angegriffen! Oh nein! Oh! Oh! Da ist noch ein Raptor. Was haben wir drin? Ich bin down! Rette mich! Schnell, töte den! Ich schaff's ja nicht, kommst du mir irgendwie über. Oh, okay. Gott, das war voll Adler! Ja, ich hab keine Rüstung, das ist das Problem, deswegen geh ich auch so schnell down. Schaffst du das? Oh. Der greift den Itchy an. Oh, sonst. Itchy ist egal, wenn der Itchy tot ist, der Itchy tot. Den kriegen wir jetzt eh nicht gezähmt. Sonst gibt's dein Itchy! Itchy wird angegriffen! Was? Dein Flitchy wird angegriffen, Flitchy 2.0 wird angegriffen vom Hai. Alter, was passiert hier? Ich hab gesagt, er soll folgen, aber ich krieg den hier weggelockt. Oh nein, ich kann nicht laufen, ich bin... Alter! Nein! Ja, genau! Von einem Adler, zieh deine Rüstung aus, dann kannst du schneller laufen, dann kannst du weglaufen. Alter, was passiert hier? Zieh deine Rüstung aus, kannst du schneller laufen. Warum stirbt der Adler nicht? Ich werde sterben. Ja, dann lauf doch weg. Warum stirbt lauf der weg, Adler du bist schneller nicht? Als Adler. Warum stirbt der Adler nicht? Ich habe keine Stamina. Ach was so. Ist das bitte? In was für Situationen kommen wir denn auf einmal wieder? Ich glaube, wir fangen echt wieder bei Null an, ne? Was unter Wasser angeht, ein bisschen. Aber ich habe dir noch gar nicht gesagt, Izzy, was wir bekommen haben. Weil das macht das zumindest dieses ganze Abenteuer. Fuck, ich will auch sterben. Ah! Scheißteil! Ich dachte, ich habe es. Oh, ich habe es getötet. Oh Gott. Ah! Alter, ich bin fast down. Okay, Leute, Mann. Es geht in der nächsten Folge weiter. Izzy, weißt du, was wir bekommen haben? Jetzt sag es doch endlich mal. Auf gar keinen Fall dürfen wir es verlieren. Einen Mastercraft Quetz Plattform Set. Einen gelben Quetz Plattform Set. Alter, nice. Ich wollte gerade schon mit dem Quetz zurückkommen. Ich weiß nur nicht, ob wir es überhaupt craften können, weil wir brauchen 9500 Hide, 6091 Fiber, 2758 Metal, 3371 Perlen und 1838 Cementing Paste. Leute, wenn man den irgendwie nicht craften kann, dann werden wir uns darum kümmern, dass wir einen Mod bekommen, mit dem man unendlich stacken kann, damit wir den uns einmal craften können. Weil das kann, manche Sachen kann man nicht craften, weil die zu krass sind und der ist einer davon, die zu krass sind. Klar, könnte sein, müssen wir mal ausprobieren. Aber wenn es irgendwie geht, Alter, dann müssen wir uns den auf jeden Fall machen, weil der ist ultra krass sein. Wir haben einen richtig kranken Quetz. Alter. Boah, und ja gut. Dein Itchy ist nicht so schlimm, weil der ist halt eh gestorben. Der war ja eh sozusagen der Ersatz meines auch drin. Wir brauchen jetzt eh zwei neue Itchys. Machen uns wir nochmal ja so. Wir haben ja zwei Itchys eigentlich. Haben wir sogar noch, ja. Den Sattel versuche ich nochmal zu saven und dann wissen wir noch, deine Sachen sind hier. Die halten aber, glaube ich, noch 20 Minuten mindestens. Warte, wie lange halten die noch? Ja. Noch 2 Stunden halten die noch. Können wir uns ganz entspannt nächste Folge wiederholen. Und dann machen wir es halt nochmal Kibbel und holen uns beide nochmal so einen richtig krassen Itchy. Und leveln die dann wieder beide zusammen hoch auf 200%. Das ging ja übelst schnell, ne? Wir jetzt wieder so eben. Die waren ja easy. Also ist jetzt ein bisschen schade, was hier passiert ist. Und wir haben immer noch nicht die Perle immer. Das ist das Problem. Wir haben immer noch keine Perle. Obwohl wir sie dann gesucht haben. Wir die kleinen Viecher nicht finden.
Das ist halt echt ein bisschen nervig, aber trotzdem dieser Mastercraft-Quetzel, Alter, ohne dass wir danach gesucht haben, das Ding gefunden, und das ist ja echt ultra klein gewesen, ey, richtig gut, dass du es gesehen hast, und dann noch sowas krasses bekommen, das ist ultra nice, Leute, deswegen, ich glaube, das entschädigt ein bisschen für das, was passiert ist. Vielen Dank euch heute fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Kanal von Easy, um 18 Uhr geht es da weiter mit der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.